begrüßen Sie bei Pro und Contra, dem Puls 4 News Talk zum Thema islamische Kindergärten mit diesen Gästen. Amani Abu-Sakra, Dozentin für interkulturelle Pädagogik. Sie bildet islamische Religionslehrer aus. Omar Al-Raoui, Gemeinderat SPÖ Wien und ehemaliger Integrationsbeauftragter der islamischen Glaubensgemeinschaft. Nico Alm, Sprecher der Initiative gegen Kirchenprivilegien und NEOS Nationalrat. Sayran Atesh, Rechtsanwältin und Autorin von unter anderem Der Multikulti-Irrtum. Und Gernot Bühnel, Landesparteiobmann der ÖVP Wien. Und hier ist Ihre Gastgeberin, Corinna Milborn. Schönen guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, eine Studie, die von Integrationsminister Kurz in Auftrag gegeben wurde über islamische Kindergärten, sorgt derzeit für Aufregung. Da ist die Rede davon, dass da Parallelgesellschaften entstehen, sogar salafistisches, islamistisches Gedankengut verbreitet werde in diesen Kindergärten. Und obwohl es nur eine Vorstudie ist, sind da einige Fragen offen. Die einen sagen, da werden Muslime unter Generalverdacht gestellt, andere sagen, da haben wir viel zu wenig hingeschaut. Und wir diskutieren heute darüber, wie viel Religion eigentlich im Kindergarten gut ist und wer da jetzt die Regeln macht, nach welchen Werten unterrichtet wird. Frau Abu-Sakra, Sie unterrichten Religionslehrer. Sie sind mit diesen Vorwürfen in den letzten Tagen konfrontiert gewesen. Was antworten Sie darauf, auf diese Befürchtungen, dass die Kinder da von der Mehrheitsgesellschaft sogar ferngehalten werden, anstatt integriert? Na, ich glaube, zum einen würde ich nicht von einer Studie sprechen oder schon gar nicht von einer Vorstudie, denn wenn man sich das ein bisschen durchliest, genauer anschaut, dann entspricht das nicht einmal einer letztklassigen Studentenarbeit. Also kein Professor wird das akzeptieren und das selbst wurde von einem Professor herausgegeben und entspricht keinen wissenschaftlichen Kriterien. Wird davon gesprochen, dass vermeintlich Kinder abgeschottet werden, in einer Parallelgesellschaft aufwachsen, aber Hand und Fuß hat das nicht. Also das heißt, Man weiß auch gar nicht, wie man zu solchen Schlüssen kommt, dass zum Beispiel Deutschkenntnisse nicht gefördert werden und so weiter. Und insofern ist es eigentlich sehr gefährlich, was hier betrieben wird. Und so wie ich auch das von der muslimischen Community heraus einschätze, ist die Aufregung sehr groß. Man versteht nicht, wie es sein kann, dass man einfach eine sogenannte Studie herausgibt, ohne dass wirklich darauf geachtet wird, dass man hier bestimmte Kriterien einhält. Und de facto das, was bleibt in der medialen Berichterstattung, was hängen bleibt in den Köpfen der Menschen, ist ein Bild, nämlich muslimische Einrichtungen oder Einrichtungen, die von Muslimen betrieben werden, sind gefährlich. Da muss man genauer hinschauen. Die Kinder werden zu möglichen Radikalen herangezogen. Und da gilt es jetzt vor allem Augenmerk drauf zu legen. Und wenn wir uns jetzt noch einen Punkt darüber diskutieren wir heute. Ich möchte noch kurz noch bei der Studie nachfragen, Herr Blümel. Warum ist die überhaupt veröffentlicht worden? Da gibt es 150 angeblich islamische Kindergärten in Wien. So genau weiß man die Zahlen nicht. Und nur zwei sind wirklich untersucht worden in dieser Studie. Sieben haben, glaube ich, geantwortet auf den Fragebogen. Warum hat man das überhaupt veröffentlicht und diese Diskussion ist darauf aufgebaut? Insgesamt gibt es bei dieser Debatte zwei Aspekte. Der eine ist, dass offensichtlich jetzt geworden ist, was vielen schon lange klar war, nämlich dass die SPÖ und die grüne Stadtregierung in Wien einfach lange bei Problemen weggeschaut hat. Und die Studie ist ja zweimal der Stadt auch angeboten worden, dass sie mitmacht. Die haben das verweigert, es haben sich viele Kindergärten verweigert. Und das, was wir jetzt sehen, das ist lediglich die Spitze des Eisbergs, wo einiges zutage getreten ist, was einfach nicht in Ordnung ist, wo es scheinbar Parallelgesellschaften gibt, wo scheinbar nicht in Deutsch unterrichtet wird, wo scheinbar das Gedankengut herrscht, dass religiöse Riten über staatlichem Recht stehen. Und das ist deswegen auch interessant, wenn noch vor ein paar Wochen die zuständige SPÖ-Stadträtin gemeint hat, es gibt keine islamischen Kindergärten in Wien. Das kann maximal zynisch gemeint gewesen sein oder jedenfalls Realitätsverweigerung. Der zweite große Punkt, aber was das Ganze betrifft, ist die Frage, wie wir mit unseren Grundwerten umgehen in dieser Debatte. Und da ist schon der Punkt, dass die Grundwerte des Zusammenlebens sich auch in der Verfassung abbilden. Und wenn immer mehr Leute zu uns kommen, die eine andere Werteorientierung haben, dann müssen wir auch schauen, dass wir diese in der Verfassung orientierten Werte leben. Und da ist es nicht hilfreich, wenn beispielsweise beim AMS Wien getrennte Kurse für Männer und Frauen angeboten werden, wenn Schwimmunterricht bei Burschen und Mädchen getrennt gemacht wird oder wenn eben in manchen islamischen Kindergärten Parallelgesellschaften entstehen. Das sind jetzt zwei Punkte, die Sie angesprochen haben. Ich möchte noch kurz beim ersten bleiben, weil das geht eigentlich direkt an Sie. Sie sind ja Gemeinderat der SPÖ in Wien. Warum hat die Stadt Wien sich verweigert, diese Studie mitzumachen? Das wäre doch also in Ihrem Interesse zu wissen, was los ist an diesen Kindergärten. Das stimmt einfach nicht. Vor einem Jahr hat Adnan Aslan
in den Medien. Das ist der Autor der Studie. Der Autor der Studie. 2014 ist er mit der Aussage gegangen, es gibt 150 salafistische Kindergärten. War nicht die Rede von Islamschreien. Heute jeder googeln und auf den ORF-Homepages finden. Ich rief ihn persönlich an. Ich sagte, Herr Aslan, ich kenne keinen einzigen. Ich will, vielleicht ist mein Tier entgangen, vielleicht kenne ich nicht alle. Nenn mir doch einen. Die Antwort war, so einfach geht das nicht. Ihr müsst mir schon dafür was zahlen. Ich sagte, wie meinst du das? Er sagte, ja, beauftragt mir mit einer Studie. Ich untersuche die Sache und werde es euch liefern. Ich habe dafür gesagt, Sie sind doch rausgegangen mit der Meldung, es gibt die 150, also nennen Sie uns einen. Stadtrat Oxenisch, der damals zuständig war, hat ihm zweimal schriftlich daraufhin gefordert, bitte nenn uns die Namen. Es ist nichts gekommen. Jetzt hat ihm anscheinend sein Parteifreund, der Sebastian Kurz, unser Integrationsminister, das beauftragt, wird er auch gerne im Parlament, dass man das einmal untersucht, wie viel hat man bezahlt für diese sogenanntes Papier, der nicht einmal den Namen einer Studie verdient. Und das wurde einfach publiziert. Also so kann man mit einer Stadt nicht umgehen, indem man sagt, beauftragst du mit einer Studie. Und wenn ihr mich nicht beauftragt, dann gehe ich einfach in die Medien und wird es einfach erzwingen. Ich kann nur als Gemeinderat nur eines sagen, weil in den letzten Jahren immer wieder Betreiber von Kindergärten, die Muslime sind, nicht islamischer Kindergärten, sondern nicht jeder Betreiber eines Kindergartens, der Muslim ist, ist automatisch ein islamischer Kindergarten, haben sich oft beschwert und die Beschwerer waren die, ihr seid zu streng, ihr kontrolliert uns zu uns, Religion wird zurückgeschraubt, wir dürfen das nicht, jenes nicht, wir haben den Verdacht, dass wir mehr kontrolliert werden als alle anderen. Also dieses Image, das da jetzt entsteht, wir von der Stadt Wien haben nie etwas gemacht und weggeschaut und geschlafen, ist einfach schlicht und einfach nicht korrekt. Und nicht richtig. Und jetzt zu sagen, wir haben geschlafen und es von Problemen weggeredet, dann soll man uns sagen, welche Probleme es sind. Ich habe kein Problem, wenn man über solche Dinge diskutiert, ob Sprachförderung in Ordnung ist, ob man diskutiert, ob die Pädagogin sehr gut ausgebildet ist, ob das Essen gut gekocht wird. Aber all das wird überlagert, indem man einfach salafistisch, islamistisch, IS, den ganzen Terrorgeschichte hineinverpackt. Dann schafft man zwei Dinge. Man betreibt Bashing gegen Muslime, man betreibt Bashing gegen die Stadt Wien. Und solche Dinge kann ich einfach nicht akzeptieren. Da brauchen wir noch eine Antwort. An dieser nervösen Reaktion sieht man ja schon, dass ein Wunderpunkt getroffen worden ist von dieser Vorstudie. Und man kann ja nicht sagen, dass da keine Kindergärten erfasst worden sind. Die haben sich gar nicht bereit erklärt, mitzumachen. Jetzt frage ich, was haben diese Kindergärten zu verbergen, ja? Wenn die mitgemacht haben, wenn dort solche Missstände aufgezeigt wurden. Und noch was, diese Studie ist zweimal der Stadt Wien angeboten worden. Jetzt macht die Stadt Wien nicht diese angeboten. Studie gemeinsam das mit war in Form einer Erpressung. Entweder jetzt, gibt's wo Druck ich sage, in den Medien gekommen ist und wo Missstände aufgezeigt wurden. Was ist die letzten Jahre und Jahrzehnte passiert? In den letzten zwei Wochen ist mehr weitergegangen als im letzten Jahr. Was ist dann weitergegangen, Herr Blümel? Die beiden Stadträtinnen von der SPÖ haben sich getroffen mit dem Integrationsminister und nach einer sehr nervösen Art und Weise haben sie dann gesagt, wir machen eine gemeinsame Studie, auch mit dem Herrn Aslan, der im Übrigen im Deradikalisierungsrat der Stadt Wien sitzt. Also so schlecht kann er der nicht sein. Deswegen finde ich schon sehr interessant, dass offenbar ein Wunderpunkt getroffen wurde, sonst würde die SPÖ nicht so nervös reagieren. Im Übrigen sind auch nicht die erste Studie, die er für Sebastian Kurz gemacht hat, auch der Leitfaden. Er ist ein Universitätsprofessor, ist vollkommen egal, dass er regelmäßig beauftragt. Die meisten unserer Zuseher haben die Studie wahrscheinlich nicht gelesen, deswegen würde ich sie jetzt nicht im Detail diskutieren, sondern würde gerne auf die Grundsätze drinnen zurückkommen. Sie haben zuerst gesagt, es geht Ihnen darum, dass wenn jetzt viele Menschen zu uns kommen, so ähnlich haben Sie es formuliert, dass es darum geht, die Werte, die in unserer Verfassung stehen. Genau. Zu vermitteln. Sie haben halt auch einen Antrag dazu gemacht, zur Leitkultur. Da steht drinnen, Frau Bosacher, dass Gleichberechtigung, Aufklärung, Selbstbestimmung, die Gleichwertigkeit aller Religionen. Ist das etwas, das Sie auch unterrichten? Also welche Werte vermitteln Sie, wenn Sie islamische Religionslehrer, welche österreichischen Werte? Also auf das gehe ich gleich. Ein kleiner Punkt, den ich gern korrigieren möchte, was Sie fälschlicherweise hier gerade gesagt haben, dass sich die Kindergärten geweigert haben, mitzumachen. Es wurden in dieser sogenannten Vorstudie Kindergärten erwähnt, die eine Aussendung gemacht haben, die gesagt haben, wir wurden nicht einmal angefragt. Also wir wurden nicht angefragt und dass sie gerne wissen würden, nach welchen Kriterien wurden denn Kindergärten angefragt. De facto wurden nur 15 Kindergärten angeschrieben von den sogenannten 150. Es wurden nur 15 angeschrieben und die Kindergärten, die drinnen sind, wurden nicht einmal angefragt. Ich will nicht wissen, was da bei den anderen dabei ist. Wir wissen es einfach nicht. Das ist eine Annahme auf Basis
diese Ergebnisse, die jetzt mal am Tisch liegen, die alleine sind. Die Ergebnisse, schon die Ergebnisse, die am Tisch liegen, sind, dass einfach nur religiöse Lieder gesungen werden, dass am Tischgebete gesprochen das werden. Nicht, bitte. Doch, da steht Sie drinnen. Den Anhang von dieser Vorstudie. Ich habe das gelesen, ich habe mir die Bilder angeschaut. Islamische Inseln in der Gesellschaft gebildet steht werden sollen, drinnen. Wo die Kinder unabhängig von der Mehrheitsgesellschaft aufwachsen können sollen. Da steht drinnen, dass das staatliche Recht keine Orientierung bietet. Nein. Und das ist doch einfach nicht wahr. Koranorientierung steht da drin. Ja, steht drin, aber es ist nicht das größte Problem. Da pickt er irgendwelche Dinge aus, welche Homepage. Wenn Sie zugleich sprechen, dann versteht man Sie nicht. Herr Bümmel, Sie sind am Wort und Sie antworten. Darf ich die Studie lesen, damit ich mitreden kann? Ja, man kann die lesen, aber wir werden gleich über die Grundlagen sprechen, wo Sie auch mitreden können, Frau Artisch, weil Sie beschäftigen sich ja mit dem Thema viel, wenn auch vielleicht. Vielleicht noch zu Ihrer Frage noch mal. Aber zur Frage, kommen wir noch mal zu dieser Frage Leitkultur. Das ist ein großes Wort, das Sie heute in einem Antrag gemacht haben. Welche Leitkultur verfolgen Sie zum Beispiel? Es ist so ein veralteter Begriff und interessant, dass es genau jetzt quasi wieder aufgegriffen wird, aber nicht mitdefiniert wird, was wird damit genau gemeint. Und sehr oft wird es genau so formuliert mit Gleichberechtigung, was Sie Ihnen vorhin schon erwähnt haben, immer in Abgrenzung zu den Musliminnen, als wäre das dort nicht gelebt. Und immer so dieses Hinschauen, ja, was wird denn dort eigentlich unterrichtet bei euch? Genau diese Werte sind auch unsere Werte. Also unsere Werte im Sinne von, haben auch islamisches Fundament, das man sagt, diese Gleichberechtigung und dass die Menschenrechte gelebt werden, Empowerment, dass es einen großen Wert hat, wird gelebt, unterrichtet und die Religionslehrer und Lehrerinnen an der IRP, an der KPH werden als Multiplikatoren und Multiplikatorinnen verstanden. Das heißt, dass sie dieses Bewusstsein und unsere gemeinsamen Werte auch dementsprechend vermitteln und die Religionslehrer und Lehrerinnen verbreiten das dann an die Kinder und die wiederum in ihre Familien. Also das heißt, Sie, Frau Artisch, Sie haben das Buch geschrieben, unter anderem der Multikulti-Irrtum. Sie beschäftigen sich stark mit Parallelgesellschaften. Sehen Sie diese Gefahr oder ist das so, wie die Frau Abou-Sacha sagt, es sind ohnehin geteilte Werte, die da vermittelt werden, die wir alle teilen? Nun, mein Buch, der Multikulti-Irrtum, ist 2006 erschienen. Und ich kann Ihnen das versichern, dass es heute noch aktuell ist. Ich habe gerade erst Samstag wieder einen Vortrag gehalten und da habe ich unter anderem aus dem Abschnitt Leitkultur und transkulturelle Identitäten vorgelesen. Es ist wirklich unsäglich, dass wir immer wieder um den heißen Brei herum diskutieren und reden. Ich war Mitglied der Islamkonferenz von 2006 bis 2009 und zu dem Zeitpunkt gab es auch den Integrationsgipfel, den nationalen in Deutschland. Seit 2001 diskutieren wir eigentlich sehr intensiv und versuchen nun, in einer multikulturellen Welt, in der wir nun mal leben und multikulturellen Gesellschaft, einen gemeinsamen Konsens zu finden. Der Begriff Leitkultur ist tot, das habe ich im Vorgespräch auch schon gesagt. Bitte nutzen Sie das Wort nicht, weil sonst sind Sie ein Nazi. Sie sind ein Nazi, junger Mann, wenn Sie das benutzen. Hören Sie auf damit. Übertragenen Sinn. Das ist, ja, entschuldigen Sie, dass ich das so grob ausspreche, aber die Debatte ist so emotional, sie wird so emotional geführt und Begriffe wie Leitkultur und Parallelgesellschaften versperren uns einen offenen Dialog, versperren uns auch einen ehrlichen Umgang, ehrliche Antworten auf unsere Fragen. Wir leben nun mal jetzt aktuell auch in einer Zeit, in der es einen extrem beängstigenden Krieg von Menschen, die man Islamisten nennen kann, gegenüber dem Rest der Welt gibt. Und das kann, da kann die muslimische Gemeinschaft weltweit sich nicht mehr zurückziehen und sagen, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Und das hat alles nichts damit zu tun, dass in Europa durchaus bestimmte Bezirke, kleinere Gruppen, ja, kein Generalverdacht, ja, sich zusammengeschlossen haben und aus dieser Gruppe auch sogar Menschen zum Islamischen Staat gegangen sind, dort kämpfen und wieder zurückkommen, dass all diese Anschläge passieren. Also das hat eine lange Vorgeschichte und das hat auch eine lange Vorgeschichte zum einen, was eine Schürung der Angst vor dem Islam bedeutet, aber gleichzeitig auch die Augen zu verschließen vor Problemen, die wir haben mit Menschen, die Religion benutzen, um sich gegenüber der westlichen Welt abzugrenzen. Sehen Sie die Gefahr, dass in Kindergärten da schon Parallelgesellschaften geschaffen werden, wie es der Vorwurf ist? Ja, die Parallelgesellschaften sind da, das kann man nicht leugnen. Es gibt Menschen in unserer Mitte, in ganz Europa, die sagen, wir teilen westliche Werte nicht, was auch immer die westlichen Werte sind, aus deren Blickrichtung und entsprechend lehren sie natürlich ihre Kinder. Und das zu leugnen, ist meiner Ansicht nach
betriebsblind, ja? Wenn es uns darum geht, ich bin bekennende Muslimin, ich bin Muslimin, wenn es uns darum geht, dass wir als Muslime, Christen, Juden und Atheisten in dieser Welt zusammenleben wollen, dann müssen wir einen vernünftigen Dialog miteinander führen und nicht die ganze Zeit sofort allergisch reagieren, wenn Kritik kommt, zum Beispiel eben an islamistischen Gruppen, die durchaus Geschlechterapartheid predigen, die Hasspredigten in Moscheen halten und entsprechend auch ihre Kinder erziehen. Gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite Nazis. Wir haben Rechtsextreme, wir haben Rassisten, die sagen, der Islam gehört überhaupt nicht nach Europa, der Islam gehört überhaupt nicht nach Österreich, nach Deutschland. Die müssen alle weg. Aber verartet das geht eben beides nicht. Herr Al-Rawi muss antworten. Das ist, das ist der Albtraum, durch den wir gerade durchgehen. Über diese Dinge ist kein Mensch... hat gesagt, da wollen wir die Augen verschließen und das wollen wir nicht thematisieren. Nur wenn heute ein Bild gezeigt wird, wo muslimische Kinder in weiß gekleidet über einen Tisch kreisen, weil sie die Hadsch oder den Opferfest nachspielen, das als ein Symbol für Radikalisierung darstellt, während meine Kinder als praktizierende Muslime, meine zwei Töchter haben Maria gespielt, mein Sohn hat den Josef gespielt, die waren in Krippenspiele, die Kinder kommen heute genauso in der Heiligen Drei Könige kostümiert, das ist alles Folklore, das ist alles okay, wenn sich jetzt Muslime ihren Opferfest in einer Pilgerfahrtkleidung mit Weiß um einen Tisch kreisen, ist das ein Symbol für Radikalisierung. Das ist das, was wir ablehnen mit dieser Form der Emotionalisierung, wie man Menschen in Gedanken. Wissen Sie, warum wir nicht weiterkommen? Ist auch, wir kommen nicht weiter. Wir kommen nicht weiter. Wir sehen ja auch, wo der Applaus dann immer landet zurzeit. Wir kommen deshalb nicht weiter, weil wir, also wenn Sie dann beim Thema Kopftuch sind und Darstellung und Kleiderordnung und Geschlechtertrennung sind, 1998 war das erste Mal, dass in Deutschland über Kopftuch und Kopftuchurteil geredet wurde. Ich habe damals gesagt, liebe Leute, das ist eine so viel differenzierter und komplizierter Diskussion, als sich das einfach so darstellt als religiöses Symbol. Wenn wir bald kleine Kinder haben, die Kopftücher tragen, dann haben wir Kopfschmerzen. Ja? Es gibt Kindergärten, auch in Deutschland, in denen 3-, 4-, 5-jährige Mädchen Kopftücher tragen. Das ist für mich als Muslimin ein Problem. Ich frage aber nach, das ist für mich ein Problem. Entschuldigen Sie, meine Tochter, die Maria gespielt hat, hat sie auch ein Kopftuch getragen. Meine Tochter, wissen Sie was? Also, wir können doch jetzt nicht mit solchen Dingen das Ganze aufweichen. Meine Tochter ist 11 Jahre alt und sie trägt ab und zu auch das Kopftuch als Spiel. Und sie spielt auch, und wir feiern auch Weihnachten, alles das zusammen. Aber damit können wir uns doch nicht die Welt fromm und schön reden. Frau Attisch, der Herr Blümel ist am Wort und ich nehmen Sie da gleich nochmal dran und dann die Frau Bussach. Kurz darauf replizieren, weil Sie haben diesen Nazi-Vergleich natürlich Entschuldigung, nicht ernst genommen. Gottes Willen. Ja. Aber es ist ein Ausdruck dafür, dass man den Begriff Leitkultur scheinbar nicht mehr diskutieren darf in Österreich. Und das ist ja wohl ein Problem. Denn warum bekennen wir uns denn nicht zu unserer Leitkultur, die einfach darin besteht, dass die in der Verfassung verankerten Grundwerte auch für alle gelten? Aber die ist unsere Kultur, alle, unsere, nicht natürlich, nur das ist ja genau der Punkt. Da steht drinnen die individuelle Freiheit, die Gleichheit vor dem Recht, die Gleichheit von Mann und Frau. Sie schreiben, und diese Grundwerte sind unsere Leitkultur auf Basis unserer Werte. In Ihrem Antrag steht Selbstbestimmungsrecht. Muss jeder liberale Rechtsstaat auch das Recht haben, diese Grundorientierung einzufordern. Denn Werte leben nicht von selbst. Man muss sie leben, weil sonst sind sie bald weg. Und darum geht es ja, wenn wir den Begriff Leitkultur diskutieren. Ja, also das eine ist, weil wir vorhin über Parallelgesellschaften gesprochen haben, ich möchte noch mal ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass der Vorwurf gestanden ist, im Raum gestanden ist, vor einem Jahr bereits, es gäbe salafistische Kindergärten. Bis jetzt wurde kein einziger genannt, obwohl die Stadt Wien nachgefragt hat. Bis jetzt wird kein einziger genannt, wo denn dieses Problem ist. Und auch mit dem Thema Kopftuch, das sind einfach so pauschale Urteile, die in den Raum geworfen werden, aber wo es keine klaren Beweise dazu gibt. Aber natürlich, Frau Bussacher, es gibt einen klaren Hinweis, der ist auch vorgekommen jetzt in der Diskussion, dass der Islamist Pierre Vogel, ein bekannter und gefährlicher deutscher Islamist, 2008 in einem Wiener Kindergarten eine Predigt gehalten habe. Ja. Das kann ja nicht hat er nicht, so passiert sein. Hat er nicht, aber ich möchte gerne noch weiter ausführen. Aber vielleicht können Sie darauf antworten. Werde ich gleich. Ich möchte nur gerne aussprechen. Ich würde nur gerne mir das Wort nicht nehmen lassen. Das ist schon ein Riesenunterschied. Das eine ist, das ist genau das Problem, das ist Wegschauen der SPÖ in Wien bei Problemen. Was hat das mit SPÖ erstens einmal nicht zu tun? Entschuldigung, Sie sind in der Stadtregierung. Seit Jahrzehnten.
Gut, die jetzt, Frau Bosacher ist am Wort. Sie sind gleich beide wieder dran. Das eine ist mit dem Kopftuch tragen. Also es gibt definitiv. Aber können Sie bitte noch auf? Gehe ich gleich darauf ein. Es ist nur gerade meine Redezeit und deswegen möchte ich auch gerne auf ein paar Punkte eingehen. Das eine ist, dass mit dem Kopftuchvorwurf, es gibt keinen einzigen Kindergarten, wo es eine Kopftuchpflicht gibt. Es gibt vielleicht da und dort manche Mädchen, die das ausprobieren, wie ihre Tochter eben auch. Das ist das eine. Im das andere. Wir reden ja auch von Schülerinnen. Also das andere ist bei der Parallelgesellschaft. Ist es so, immer wieder wird die religiöse Brille aufgesetzt und geschaut, welche Viertel gibt es denn, wo Muslime sich abschotten. Und das ist auch ein Stück weit gefährlich für uns als Gesellschaft, wenn wir uns so auseinander differenzieren lassen und auch nicht sehen, dass es Parallelgesellschaften gibt, die tatsächlich auseinanderdriften, nämlich wenn man die soziokulturelle Brille aufsetzt. Eine Lehrerin aus dem 10. Bezirk sagt zu mir, Frau Bosacher, ist eigentlich total egal, ob in meiner Klasse das Mädel jetzt Aisha oder Anna heißt, beide können gleich schlecht lesen. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Familien nicht dementsprechend sie fördern können, sie unterstützen können, dass Bildung nach wie vor vererbt wird. Wenn wir jetzt aber hergehen, uns die religiöse Brille aufsetzen und schauen, was ist bei der Aisha, was läuft dort falsch und die Annas, die vielleicht auch eine Förderung bräuchten, dann tun wir uns selbst nichts Gutes dabei. Frau Bosacher, ich möchte noch mal nachfragen, weil Sie mir jetzt nicht geantwortet. Ich frage jetzt hier, wie war das mit dem Pierre Vogel, ein gefährlicher Islamist in einem Wiener Kindergarten? Wie ist das passiert? Von einem Pierre Vogel distanziere ich und wir uns alle ohne Wenn und Aber. Davon gehen der ist leider heute nicht da, der war ja, glaube ich, eingeladen in Sendung, ist auf Kur, hat hoch und heilig versprochen, dass das 2008 passiert, wir schreiben bald 2016, ist der Pierre Vogel... 15, dachte ich. Ja, aber bald schreiben wir 2016, ist er zu ihm gekommen und er schwört hoch und heilig, dass er damals nicht wusste, wer der Herr ist. Mhm. Der ist einfach gekommen, hat ein Video gedreht und er sagt, ich distanziere mich davon, ich schäme mich, dass er bei mir war und das würde nie wieder vorkommen. Das muss man klar und deutlich sagen. Deswegen hier zu sagen, er hat eine Predigt gehalten, das ist nicht passiert. Es ist passiert, ja, das ist auch auf YouTube drauf. Der Herr sagt, das war 2008, ich wusste nicht damals, wer er ist. Und aus heutiger Sicht ist das ein schwerer Fehler gewesen. Mehr kann man dazu nicht sagen. Gut, danke für die Aufklärung. Da gibt es noch sehr, sehr viele schwere Fehler, die regelmäßig gemacht werden. Welche? Und darum geht's auch. Welche denn? Dass beispielsweise Leute in Trägervereinen sitzen, die Broschüren rausgeben, wo drinnen steht, dass das staatliche Recht keine Orientierung bietet im Vergleich zum Koran. Das steht drinnen auch in der Studie. Aber das ist auch falsch. Das ist jetzt sowas von detailreich. Dass islamische Inseln in der Gesellschaft das Ziel solcher Kindergärten sind. Ich meine, das ist ja, da kann man jetzt Haarspalterei betreiben. Aber es gibt das keine Beweise, kein Fundament dazu. Das ist mit dazu. Dem Verfassungsbogen nicht vereinbar. Mit zwei Kindergärten. Aber machen wir uns doch nicht vor, wir, also nicht wir Muslime. Ja? Ich würde jetzt Muslime ganz zuerst Herrn Almal ehrlich sein. Noch gar nichts gesagt. Ja, ein Satz nur. Wir können doch, ein Satz nur. Also wir Muslime können doch ehrlich sein, so ehrlich sein, dass wir sagen, es gibt unter uns Leute, die tatsächlich so etwas sagen. Ja, aber lesen Sie mal den Projektbericht. Und was machen wir damit? Vielleicht fangen wir dann endlich damit an, denn seit vielen, vielen Jahren, wenn es die Diskussion um Parallelgesellschaften geht, hieß es ja immer, nein, so etwas gibt es gar nicht und es hat nichts mit dem Islam zu tun. Nein, ja, ist doch schön, wenn Sie jetzt so weit sind. Wenn wir jetzt endlich, es ist aber unser Problem auch, Herr Blümel. Herr Blümel, es ist auch unser islamisches Problem. Ich frage jetzt den Herrn Alm, weil sonst sagt er in diesem ersten Teil gar nichts und dich interessiert, ist das für Sie? Sie sind ja... Sprecher der Initiative gegen Kirchenprivilegien. Man kennt sie, sie setzen sich viel mit der katholischen Kirche auseinander und ihren Privilegien. Wie sehr sehen Sie das als Problem? Ist es ein Randproblem? Ist es ein großes Problem? Ich setze mich mit allen Religionsgemeinschaften auseinander, anerkannt oder nicht erkannt oder auch sonstigen Weltanschauungen. Okay. Aber was genau davon ist ein Problem? Wir diskutieren ja ganz viele Problembereiche hier. Auf der einen Seite, was ist noch dem Islam zurechenbar und was nicht? Was fällt unter den Begriff Parallelgesellschaft, Leitkultur? Und die Eingangsfrage war ja eigentlich, wie viel Religion verträgt ein Kindergarten? Wie viel Religion darf dort sein? Und hat sie vielleicht überhaupt dort keinen Platz? Also diese Fragen müssten ja zuallererst erörtert werden. Dass diese Erörterung bis jetzt nicht besonders glücklich verlaufen ist, das darf man wohl festhalten. Diese sogenannte Vorstudie, um sie ganz kurz zu verteidigen, aber da lehnen sie sich sehr, sehr ungern. Es ist auch im Eingangs in diesem Schriftstück auch erwähnt, dass es keine Studie ist, sondern bestenfalls einen vorbereitenden Charakter hat.
Aber das ist schon genug der Verteidigung. Sie reicht bei weitem natürlich nicht aus, um daraus so etwas wie eine Spitze des Eisbergs zu konstruieren. Da müsste man schon wissen, wie der Eisberg unter der Spitze beschaffen ist. Und das schafft man ja erst, wenn man umfassende Studien macht. Das heißt, wenn Sie jetzt also sagen, das ist die Spitze des Eisbergs, unterstellen Sie ja induktiv im Prinzip, dass der Rest sich genauso verhält. Und das kann ganz sicher nicht sein. Entschuldigung, wir müssen eine kurze Pause machen. Wir diskutieren gleich weiter, Herr Blümel. Wir müssen eine kurze Pause machen. Sie wissen, wir sind im Privatfernsehen. Raus, wo Sie haben können. Es ist anekdotische Evidenz, das anerkenne ich. Und da hätte ich auch Wort gesagt. Meine Herren, wir diskutieren gleich weiter und auch über die Frage, wie viel Religion hat Platz im Kindergarten, wie viel Islam hat Platz im Kindergarten. Bleiben Sie dran, wir sind gleich zurück. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Islamische Kindergärten als Problemfall. Das schaut so aus nach einer Studie, die gerade herausgekommen ist. Nico Almir, Sie haben gerade gesagt, man muss überhaupt darüber diskutieren, wie viel Religion im Kindergarten Platz hat. Was meinen Sie damit? Ich glaube, das war die eigentliche Frage, weil wenn etwas durch diese Nicht-Studie, Studie, Vorstudie evident geworden ist, ist, dass der Themenkomplex Religion im Kindergarten ein ungeklärter zu Schein scheint. Also es gibt offensichtlich von der katholischen Kirche hier so eine Art Leitlinie, wie damit umzugehen ist, aber es gibt von öffentlicher Seite keine. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir brauchen eine derartige Leitlinie nicht. Religion ist Privatsache in Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft sozusagen, die privat sind im weitestgehenden Sinn, geht uns das sozusagen nichts an. Allerdings, wenn da öffentliches Geld reinfließt, dann geht uns alles etwas an, wo dieses Geld zu finden ist. Also man könnte mal diese Fragestellungen diskutieren, die will ich aber ausblenden, das würde ein Stück zu weit führen. Man kann sich gleich der Frage nähern, wie viel Religion hat im Kindergarten Platz. Und das, ja, oder fragen wir uns doch, hat Religion im Kindergarten den Effekt, dass die Kinder besser integriert werden oder schlechter integriert werden? Ist diese Gefahr von Parallelgesellschaften mehr da oder weniger da? Na, die erste Frage zur Parallelgesellschaft, die ich in meinem Leben gestellt bekommen habe, war Austria oder Rapid. Ich habe es damals im Alter von 6 Jahren mit Rapid beantwortet. Seitdem ist meine Religion definiert. Es gibt unzählige Parallelgesellschaften in unserer Gesellschaft. Also diese Konstruktion von einem monolithischen muslimischen Block stimmt ja ganz genauso wenig wie die monolithische autochthone Bevölkerung. Das ist ja alles Unsinn. Herr Blümel, warum picken Sie dann den Islam heraus? Weil Islam ist ja seit 100 Jahren anerkannte Religionsgemeinschaft in Österreich. Warum schauen Sie gerade auf die islamischen Kindergärten und nicht zum Beispiel auf die, ich weiß nicht, Orthodoxen? Es geht gar nicht um eine bestimmte Religion, weil in Österreich haben wir eine sehr gute Tradition mit Religion im öffentlichen Raum und Religionsfreiheit, die eine Freiheit zu und von Religion ist bei uns auch ein Verfassungsgrundsatz. Der Punkt ist nur, wenn wir sehen, dass es Probleme gibt in manchen Bereichen, dann muss man auch hinschauen können. Und das ist offenbar bei manchen islamischen Kindergärten der Fall. Wenn es bei anderen Kindergärten ein Problem gäbe, wäre ich genauso dafür hinzuschauen. Aber da darf man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Es geht darum, die Probleme dort anzusprechen, wo sie auftreten. Und diese Studie oder Vorstudie zeigt, dass sie in dem Bereich eben der Fall sind, wo die SPÖ und die Grünen gezielt wegschauen und das seit Jahrzehnten. Das ist einfach nicht. Aber das ist so der Punkt, den ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Also wenn sozusagen aus dieser Vorstellung nichts abzulesen ist, sei mal dahingestellt, wie auch immer man das interpretieren mag. Wenn man sagt, man hat ein ehrliches Interesse daran, die Qualität der Kindergärten zu erhöhen, warum genau jetzt? Warum genau bei Kindergärten von muslimischen Betreibern? Vor einigen Wochen sind Pädagogen, also Wiener Pädagogen, Pädagoginnen sind auf die Straße gegangen zu demonstrieren. Aus politischen Gründen ist diese Studie nicht gemacht. Bitte lassen Sie mich genau gleich sprechen, dann versteht man Sie beide nicht. Vor einigen Wochen sind Wiener Pädagoginnen, also von verschiedensten Kindergärten, verschiedensten Einrichtungen auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren gegen schlechte Bezahlung, gegen unfaire Arbeitsbedingungen. Das ist der eine Punkt, da wurde von niemand das aufgegriffen. Wie steht es um die Qualität der Kindergärten? Vor kurzem gab es einen Fall im Kindergarten in der Donaustadt, wo Kinder mit Tics so gefesselt worden sind, am Stuhl ins Abstellkammerl eingesperrt worden sind. Nicht von einem muslimischen Kindergarten, nicht von muslimischen Pädagoginnen, da gab es keinen Aufschrei. Meine Kritik ist, wenn es ein ehrliches Interesse gibt, Kindergärten die Qualität zu erhöhen, das ist, glaube ich, in unser aller Interesse, dann gilt es bitte, den Blick zu weiten und sich nicht auf eine Gemeinschaft zu fokussieren und diesmal sind es die Muslime. Das kann es nicht sein. Kurzen Satz. Nein, heftige Widersprüche habe ich schon. Ja. Also da gibt es ein paar Widersprüche auf dieser Seite nur und dann sind Sie einen dran. Satz, nur einen Satz. Sie müssen noch die Stadt Wien verteidigen. Nein, das hat nichts mit der Stadt Wien zu tun, weil er immer auf die SPÖ und Grünen losgeht.
Kontrollen der Kindergärten passieren von der MA11, von der MA10. Wir haben hervorragende Beamtinnen und Beamten in der Stadt. Wir haben Magistrate, es ist die bestfunktionierende Stadt der Welt. Und wenn Sie sagen, dass diese Kontrollen nicht funktionieren und dass wir wegschauen, dann tun Sie implizit alle Beamtinnen und Beamten der Stadt damit bezichtigen. 5 Kontrollbeamte für wie viele Kinder? 11 Kontrollbeamte, Wahnsinn. Für 10.000 Kinder, entschuldige, das ist ja ein Scherz. Wir haben Advent und nicht Fasching. Aber dann ist das nicht nur die islamischen Kindergärten, dann sind das alle. Und dann geht es um die Qualität der Kinder. Aber nur Kindergärten, die sie als islamisch bezeichnen. Es geht, darum, gehen wir aber zurück zu den islamischen Kindergärten. Wo sie auch entstehen, scheinbar. Ja, bitte, also bitte Sie zuerst oder ich zuerst. Zwei Punkte schon. Also, Herr Alm und dann Frau Attisch. Ja. Wo man Religion und den Islam nicht aus der Pflicht lassen darf. Auch. Ich glaube, diese Argumente gibt es doch sehr wohl. Auf der einen Seite gibt es schon auch einfach, und das ist auch gesetzlich vorgesehen mit dem Instrument eben der gesetzlichen Anerkennung, es gibt anerkannte Religionsgemeinschaften, 16 an der Zahl in Österreich, die prinzipiell einmal andere Rechte haben als andere Weltanschauungen, speziell als nicht religiöse Weltanschauungen. Da wird einfach vom Gesetzgeber auch unterschieden. Und es gibt einfach innerhalb der Religion gewisse Tendenzen, das Ganze oder es ist in vielen Religionen so, dass das ganze Leben auf die Religion ausgerichtet ist, der Bildungsbereich, das Privatleben, der Beruf bis hin zu den Nahrungsmitteln. Also es gibt einfach in den Religionen eindeutige Tendenzen, sich in gewisser Weise auch abzuschotten. Und wenn dann Fuad Sanac heute im Standard sagt, und wenn Bürger nach ihrem Glauben definiert und demnach behandelt werden, ist das für mich unmenschlich und entspricht einer Aufhetzung. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was eigentlich passiert. Genau durch diese Besserstellung in unseren Gesetzen gibt es schon eine herausgehobene Rolle von Religion an sich und von Religionsgemeinschaften im Speziellen. Und was den Islam betrifft, will ich dem Islam in Österreich, dem Islam, sofern es den gibt, unter Anführungszeichen, bitte, ich weiß, dass Sie mir sofort widersprechen, ja, aber den islamischen Glaubensgemeinschaften doch eine gewisse Bringschuld zurechnen, was die Ausdifferenzierung in verschiedenen Denominationen oder Strömungen betrifft. Weil die IGGÖ erhebt ja selbst einen Generalvertretungsanspruch für Muslime in Österreich. Und wenn ich einen Generalvertretungsanspruch erhebe, dann muss ich mich natürlich auch mit Salafismus innerhalb meiner Organisation auseinandersetzen. Das ist im Prinzip, was Sie gesagt haben, Frau Attisch, innerhalb der Muslime klar sein muss. Erwarte ich auch, dass Sie die lösen. Ja, natürlich. Also wir können ja doch also wirklich nicht wegschauen, was in der Welt gerade passiert. Warum das Ganze passiert und wer dort etwas Was tut. Meinen Sie? Meinen Sie islamistischen Terrorismus? Genau. Also wir können doch nicht die Augen davor verschließen, dass wir tatsächlich mit Gefahren konfrontiert sind. Nicht nur in westlichen Ländern, sondern auch in islamischen Ländern werden Muslime von Muslimen getötet. Also dieser Realität stehen wir gegenüber. Wie gesagt, warum das Ganze passiert und wer dahinter ist, die ganzen Verschwörungstheorien schaffen wir gar nicht hier alle aufzuarbeiten, dass das Feinde des Islams sind, die dahinter stecken, ja, und im Grunde genommen der Westen selbst mitverantwortlich ist, indem Ursachen geschaffen werden, nämlich Waffen verkauft werden. Das sind wir jetzt sehr weit, aber wir sprechen ja über Kindergärten. Machen Sie da eine Verbindung zwischen Kindergärten? Die machen wir auf jeden Fall, weil genau all das passiert ist, schauen wir jetzt in Europa nach Paris vor allem jetzt, die letzten Ereignisse und Belgien und Deutschland, wo überall Terroristen entdeckt wurden, die Attentate vorhatten. Schauen wir jetzt natürlich genauer hin. Jetzt fangen alle Länder in Europa an, langsam genau hinzuschauen und zu gucken, gibt es tatsächlich auch in meinem Land eine Brut, die sich jetzt heranzieht, zu Islamisten. Und dazu gehört das gesamte Paket. Dazu gehört nicht nur der Kindergarten, dazu gehört die Schule, dazu gehören Universitäten, dazu gehört die gesamte muslimische Gemeinschaft. Und da muss man mit der muslimischen Gemeinschaft gehen. Also ich wünsche mir, und so passiert das hoffentlich auch in Österreich, dass selbstverständlich die Politik als Auftragnehmer sozusagen vom Volk mit der Gesamtgesellschaft geht und auch mit den Muslimen gemeinsam geht, um da Leute Und deswegen haben wir von der Stadt Wien, weil wir eben die Augen nicht verschließen, weil wir wissen, dass es diese Probleme gibt, vor einem Jahr das Netzwerk gegen die Radikalisierung und Prävention installiert. Wissen Sie, was ich nicht verstehe, warum Sie so empfindlich dann reagieren? Wir sind ja ganz schnell empfindlich und beleidigt. Wir leben Den Vorwurf macht eine Frage noch, weil sofort auch der Vorwurf kommt Islamophobie. Also das sind
Totschlagargumente. Ich habe heute kein einziges Mal jetzt in meinem Mund. Das sage ich Ihnen jetzt mal. Das kam von Ihnen jetzt nicht. Das erzähle ich Ihnen jetzt mal so nebenbei. Also das gibt es, ja? Diese Aber das gibt es auch wirklich. Das gibt es tatsächlich. Es gibt die Islamophobie selbstverständlich. Das habe ich vorhin selber erwähnt, ja? Ja, aber Generalverdacht ist gefallen. Aber Frau Mosanach, verstehen Sie das? Also die Frau Attersch hat jetzt ja ganz genau den Zusammenhang hergestellt, der auch in den Köpfen da ist. Vom Terror in Paris bis hin zum islamischen Kindergarten. Verstehen Sie, dass man da jetzt das Bedürfnis hat, genauer hinzusehen, wer unterrichtet da, welche Prediger sind da unterwegs? Dass sie eine Verantwortung haben dadurch? Aber auch also zum einen die Verantwortung ist eine gesamtgesellschaftliche. Also wenn wir über islamischen Terror sprechen, es gibt Terror allgemein, es ist ein ganz aktuelles Thema in der Welt, aber auch in Europa, dass Radikalismus mehr wird. Rechtsradikale, aber auch sozusagen im islamistischen Spektrum. Und weil jetzt dieser Bogen gespannt wird, zu den Kindergärten möchte ich hier noch eins erwähnen. Wenn wir uns die Attentäter anschauen, die verschiedene Anschläge verübt haben, jetzt nur auf die islamistischen bezogen, es gibt ja viele andere auch im rechtsradikalen Bereich, dann sehen wir, dass es jene sind, der zweiten, dritten Generation, die an den Rand gedrängt waren oder sich nicht wirklich gefunden haben, eine Kriminalisierungsgeschichte hinter sich haben, aus dem Drogenmilieu sind und, ganz, ganz wichtig, religiöse Analphabeten waren. Das heißt, es waren mal sicher nicht jene, die in den islamischen Kindergärten waren. Das heißt, Sie sagen, eine gute religiöse Bildung ist gut gegen Terror. Was sagen Sie da, Herr Blume? Ja, wo waren die denn dann, die Kinder? Ist das dann besser, das die Kinder in islamischen Kindergarten? Also ich dachte, Sie wissen das. Das braucht eine spannende Studie. Aber ja, wieso Sie scheinen das auch so gut zu wissen. Ich interessiere mich sehr dafür, wo die herkommen. Ja, das ist ich möchte Herrn Blümel fragen, ist es dann, Frau Basacher sagt, die beste Terrorprävention ist eine gute religiöse Bildung. Naja, ganz prinzipiell bin ich schon der Meinung, dass Religionen prinzipiell Teil der Lösung sein können und nicht Teil des Problems sein müssen. Also alle gleich gegen Pauschalverurteilungen. Aber ich bin auch gegen ein Kritikverbot am Islamismus, bitte. Das muss man auch ganz klar sagen. Das sind wir dabei. Der Punkt ist, wenn man die gesamte Diskussion, auch was angesprochen worden ist, mit den Anschlägen und den terroristischen Attentaten mit einbezieht, dann kenne ich einfach, das muss man auch sagen, keine katholischen oder jüdischen Terroristen momentan, sondern dann ist der Islamismus als terroristische Problematik ganz groß da. Und da macht es auch Angst, wenn man dann hört und wenn man dann weiß, dass in Wien beispielsweise mit Geld der Stadt Wien Kindergärten gefördert werden, wo das Gedankengut, dass religiöse Riten über Sind Sie falsch informiert wegen der Verschwörungstheorie. Weil eigentlich sind ja Juden und Christen dahinter. Das hat ja nichts mit Christen. Nein, jetzt weg davon. Aber diese ganzen Terroranschläge, der größte Bestandteil macht nicht die islamistische Terroranschläge aus. Es ist vor allem aus dem rechtsradikalen Bereich. In Deutschland und Österreich brennen Flüchtlingsheime. Wollen Sie mir erzählen, dass Muslime die anzünden? Das ist vor allem aus dem rechtsradikalen Bereich. Ich würde jetzt mal fragen, wir sprechen sehr viel über Kindergärten hier. Wir haben eine Kindergartenpädagogin da, die Frau Imara. Frau Miriam Imara ist Kindergartenpädagogin im 16. Sie haben einen Kindergarten mit mehrheitlich muslimischen Kindern, oder? Genau, ja. Wie gehen Sie mit Religion um dort? Darf ich nur sagen, ich finde es wirklich lustig, dass der Kindergarten endlich im Mittelpunkt der Medien ist. Ja, und dann haben wir so ein Thema, ganz ehrlich, mit den ganzen Problemen, die sich im Kindergarten doch finden. Für mich als Pädagogin steht das nicht im Vordergrund. Ja. Und wenn ich den Vorwurf höre, die Sprache ist nicht deutsch, Entschuldigung, aber ich habe das Gefühl, es war noch nie jemand in der Praxis dort. Ja? In allen Kindergärten, wo ich bis jetzt war, war nie das Thema die Sprache. Das ist kein Thema. Wir sind in Österreich, da spricht man Deutsch. Punkt. Ja? Und das ist, sage ich jetzt nicht. Die Frage Religion, wie gehen Sie um mit religiösen Themen? Wir sind ein interkultureller Kindergarten, das sagen wir so. Und Feste werden gefeiert. Wie werden die Feste gefeiert? Wir haben Weihnachten, wir haben den Nikolaus, wir haben das Opferfest, das Zuckerfest. Und wie feiern wir das? Wir nehmen das einfach raus. Ja? Die Kinder feiern Opferfest mit Schafen und sie wissen, wie das ist. Die Kinder wissen zu Weihnachten, dass, da gibt es Schneemänner, Nikoläuse und so weiter. Aber wir müssen ja nicht auf die Religion so eingehen. Herzlichen Dank für den Bericht aus der Praxis. Wir haben natürlich auch die Leute kontaktiert, die in dieser Studie vorkommen, und Kindergartenpädagogen, da hatten wir kein Glück bei der Einladung, die wollten nicht kommen oder waren nicht da. Wir haben allerdings mit einer Kindergartenpädagogin gesprochen, die sich in einem Kindergarten beworben hat, und das hat sie gehört. Ich spiele Ihnen das telefonisch ein, weil sie ihren Namen nicht sagen wollte. Ich wurde von einem Mann empfangen. Der Kindergarten ist in einem Keller gewesen, ist nach wie vor so. Und oben war das Wohngebäude. Ja, der Mann hat nur gesagt, dass ihm
hier nur türkisch gekocht wird. Das wird von den Helferinnen verlangt. Sage ich, ja, ist okay, man kann türkische Speisen kochen lernen, habe ich kein Problem. Und dann hat er gesagt, ja, aber auch hier wird ausschließlich nur türkisch gesprochen. Habe ich gesagt, okay, dann ist das für mich hiermit erledigt, weil ich spreche kein Wort türkisch und ich verstehe auch kein türkisch. Und dann hat er gesagt, ja, und bei den Gebetszeiten müsste ich auch mitmachen. Sage ich, ja, es nutzt nichts, weil ich kann nichts türkisch. Also ich bin da wahrscheinlich fehl am Platz. Und es wurde auch unter den Helfern und mit den Kindern, was ich in der Beobachtungsphase gesehen habe, wurde kein Wort Deutsch gesprochen. Also da geht es um einen Kindergarten im 22. Bezirk in Donaustadt in Wien, wo sich diese Frau beworben hat. Also es gibt anscheinend doch Kindergärten, wo nicht Deutsch gesprochen ist. Das ist ein Thema von Ihnen. Ich frage jetzt aber provokant mal zurück. Es gibt ja auch Kindergärten, wo nur Englisch gesprochen wird, wo Französisch gesprochen wird. Warum ist es denn so ein Problem, wenn wo Türkisch gesprochen wird? Ja, das finde ich einen großartigen Vergleich. Das haben wir auch bei der letzten Gemeinderatssitzung diskutiert, wo Sie ernsthaft gemeint haben, ja, es gibt UNO-Diplomaten, die auch kein Wort Deutsch sprechen. Aber das ist dann wirklich eine lächerliche Debatte, weil da geht es ja nicht um Integrationsprobleme bei einem UNO-Beamten, der seine Kinder mit hat und nach fünf Jahren wieder wohin geht. Das ist ja wohl wirklich nicht ernst gemeint, diese Frage. Die leben auf 20, 30 Jahre her, Blümel, und sie gehen nicht mehr weg. Und Sie meinen das echt ernst, dass UNO-Diplomaten, die kein Deutsch sprechen, dasselbe Integrationsproblem haben? Kein Mensch, Zuwanderer, kein die keine Mensch. Haben. Es gibt ja auch französische Kinder, dass man Deutsch lernen soll. Das ist lächerlich, bitte. Ich bin mir sehr sicher, dass bei diesen Kindergärten, wo auf Englisch unterrichtet wird, oder bei internationalen Kindergärten, dass es da wohl kein Integrationsproblem gibt, weil die meistens, wie Sie vorher gemeint haben, aus höheren Bildungsschichten sind, die integriert sind, wo wahrscheinlich das Elternhaus auch entsprechend in der Gesellschaft integriert ist. Also das kann echt nicht das Problem sein. Aber meine Frage jetzt, den Fall, der jetzt gezeigt wurde, was ist das? Ist das jetzt ein türkisches Kindergarten oder ist das jetzt ein islamisches Kindergarten? Also das ist immer wirklich sehr interessant, wie diese Zuweisungen hinkommen. Müssen die Familienanfragen? Nein, das ist eine rhetorische Frage. Es gibt ja keine Einteilung von der Stadt Wien. Das heißt, das kann man jetzt sagen, was man will. Da wird vielleicht islamisch. Aber es ist jetzt schwierig, bei dem Telefonat zum Beispiel ist es schwierig, das zu verifizieren. Und trotzdem hat es abgelehnt, jahrelang eine solche Studienauftrag zu geben. Im Jahr, wo die Wahl ist, hat man das sowieso... Das haben Sie schon ein paar Mal gesagt, dass es den Auftrag gegeben hat. Sie sitzen im Gemeinderat seit einer Woche. Ihr neuer Klubobmann hat dieses Jahr diese Stunde abgelangt. Können wir da ein bisschen weitergehen? Unsere Zeit ist ja so knapp. So Religion, mehr Religion oder weniger, würde ich sehr gerne was sagen. Sie können beide gleich was sagen. Wir machen eine kurze Pause und dann sind Sie beide dran über Religion im Kindergarten. Wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück. Wir diskutieren über islamische Kindergärten. Eine Vorstudie sorgt dafür Aufregung. Eine Frage ist jetzt offen geblieben, Frau Obersacher. Gibt es jetzt in Wien Kindergärten, wo die Mädchen Kopftuch tragen? Nein, gibt es nicht. Also es können Sie ausschließen? Genau, gibt es nicht. Wenn, dann wird es vielleicht probiert, aber gibt es nicht und auch keine Vorschrift in dem Sinne. Gar nicht. Jetzt gibt es ja da verschiedene Ansätze. Es gibt so wie in Großbritannien den Ansatz, dass man sagt, jede Community, jede Religionsgesellschaft soll selber bestimmen, wie ihre Kindergärten ausschauen, auch die Schulen ausschauen. Und es gibt den Ansatz wie in Frankreich, wo es heißt, wir sind ein säkularer Staat, Religion hat im öffentlichen Bildungssystem gar nichts zu suchen. Auch keine Kopftücher, auch keine Kreuze. Ich bin der Überzeugung, dass es keinen Weltfrieden ohne Frieden zwischen den Religionen gibt. Und deshalb bin ich der Ansicht, dass unsere Kinder bereits unterrichtet werden in Religionen, aber vernünftig, nämlich in allen Religionen, dass sie Religionen lernen. Aber dazu gehört auch Religionsfreiheit, nämlich das Recht, nicht zu glauben in dieser Welt. Das heißt, unsere Kinder wollen wir doch zu freien, selbstbestimmt denkenden und lebenden Menschen erziehen. Und da können wir gar nicht früh genug anfangen. Religion. Das heißt, Atheismus ist, als Option. Aber nein, um Gottes Willen, das habe ich nicht gesagt. Sondern, ja, Sie dass haben gesagt, wir sie, auch das Recht nicht zu glauben. Genau, aber dass Kinder, die in Religion unterrichtet werden, auch dahingehend unterrichtet werden, zu sagen, du kannst an Gott glauben, aber es gibt Menschen, die nicht an Gott glauben. Und das ist genauso zu respektieren, wie dass du muslimisch bist und du christlich bist und du jüdisch bist, ja? Oder buddhistisch. Herr Blümel, aus Ihrem Antrag geht nicht so ganz heraus. Sind Sie jetzt Team Großbritannien, jeder macht, wie er es will, oder Team Frankreich, alle öffentlichen Räume frei von Religion? Ja, wir haben eine Weil ganz Kopftücher stehen drinnen in Ihrem Antrag, dass Sie zu diskutieren werden. Unterschleierungen. Kreuze in Klassenzimmern ganz auch? Klare Position. In Österreich haben wir eine Tradition, die
Religion im öffentlichen Raum gut leben lässt. Das ist eine gute Tradition in Österreich, allerdings auf Basis des Grundkonsens der Grundregeln unseres Zusammenlebens. Das heißt, dass es keine Unterdrückung geben darf. Und wenn das Kopftuch oder die Verschleierung ein Symbol der Unterdrückung ist, dann ist es auch im öffentlichen Dienst zu verbieten. Und ich habe mir im Vorfeld zu dieser Sendung auch durchgesehen, die Fotos von manchen Trägervereinen, die in dieser Studie vorkommen. Und das sind auch kleine Mädchen mit Kopftüchern im Kindergarten abgebildet. Also sagen Sie nicht, dass es das nicht gibt? Also bei uns gibt es das. In Deutschland gibt es Kindergärten. Aber das ist wir haben jetzt eine Kopftuchdiskussion aufgemacht, die sehr viel Raum einnehmen würde. Aber ich brauche eine kurze Antwort von Ihnen. Aber das ist eine Unterstellung, also dass Sie sozusagen sagen, das Kopftuch ist auch ein Symbol der Unterdrückung. Ich meine, ich verstehe gar nicht, wie man sich als Mann herstellen kann und darüber sprechen kann, wenn man darüber einfach keine Ahnung hat und Sie nicht informiert ist. Also das ist einfach, man wirft hier Sätze in den Raum und streut und Ängste. Kann man so nicht stehen lassen. Also ich sage nicht. Also es ist ja jetzt schwierig, 3 Minuten vor Schluss der Sendung so ein großes Thema aufzumachen. Ja. Da müssen wir uns noch mal treffen. Aber zum Beispiel das ist genauso nicht so einfach, wie Sie das darstellen. Zu der Grundkonsens unserer Gesellschaft ist auch der Antidiskriminierung, der Gleichheitsgrundsatz und das Gleichheitsfallengesetz. Das möchte ich auch hier unterstreichen. Ja. Wir haben hier eine Frage in der ersten Reihe. Das Mikro kommt gerade zu Ihnen. Ja. Bitte sehr. So, grüß Gott, ich bin der Nikolaus, ich bin 16 Jahre alt und sogar ich bekomme das schon mit, dass das eigentlich eine Politik des Leugnens und des Nichtwahrhabens wollen ist von der SPÖ und von den Sozialdemokraten. Ich finde es eigentlich schlimm, dass man in Wien das eigentlich nicht zugibt. Also, begonnen hat zum Beispiel alles mit der Flüchtlingskrise, das Nichtwahrhaben wollen der Tatsachen. Erst als Angela Merkel dann zugegeben hat, ja, wir haben ein Problem, hat es dann einmal geheißen, okay, machen wir auch etwas. Was ist denn Ihre Frage jetzt zum Thema? Ich komme dann gleich zu meiner Frage, okay? Kein Problem. Auch mit den Parallelgesellschaften gibt auch keiner zu. Jetzt mit den Kindergärten gibt auch keiner zu. Der Grund, warum ich an diese Studie glaube, ist, weil ich im 10. Bezirk in die Schule gehe und ich sehe jeden Tag, was da vor sich geht. Da spricht kein Mensch mehr Deutsch. Und das ist wirklich schlimm. Und ich frage mich, was wollen Sie dagegen machen? Die junge ÖVP hat mehr Redezeit als ich. Ja. Was wollen Sie dagegen machen, dass das einfach besser kontrolliert wird? Was wollen Sie dagegen machen, dass sämtliche religiöse Einrichtungen besser kontrolliert werden? Moscheen, Kindergärten, Burschtop, christlich, jüdisch, muslimisch. Alle Danke, Kindergärten ich gebe das an den Herrn Al-Rawi, der ja sowohl Sozialdemokrat als auch Gemeinderat in der Stadt Wien ist, bitte. Also kein Mensch. Wie werden Sie kontrollieren? Kein Mensch würde jemals sagen, dass es keine Probleme gibt. Und kein Mensch, der sich Sorgen macht über Probleme, über nicht funktionieren in der Gesellschaft, ist automatisch ein Rassist oder ein islamophober Mensch oder was auch immer. Ich möchte nur gern eine Debatte, die sich rationell mit den Dingen beschäftigen. Und diese Debatte soll nicht auf eine Religion einfach fokussieren und soll nicht einfach sagen, ich pick mir diese Leute auf. Allein schon zu sagen, wie wollen Sie Moscheen kontrollieren? Sind wir in einer Gesellschaft, wo man Gebetshäuser schon kontrolliert? Wir vermischen leider schon. Zumindest was dort gelehrt wird, muss man wissen können, oder? Wenn Mohammed Mahmoud im 7. Bezirk gepredigt hat, ich meine... Da gibt es noch andere Fragen, oder? Da muss ermittelt werden polizeilich, das ist was ganz anderes. Wir vermischen Polizei. Einfach so. Genau. Wir haben hier noch eine Frage in der Mitte, bitte. Das ist für ein Unsinn. Ja, guten Abend, mein Name ist Deral Noemi von der Muslimischen Jugend Österreich. Wir haben jetzt viel über diese Pseudo-Studie gehört, vor wirklich eigentlich nur Schlechtes. Meine Frage an Sie, Frau Abu Zahra, was könnte man als gesunde Alternative, weil jeder, der sich damit beschäftigt, und irgendwie eine wissenschaftliche Arbeit irgendwann mal geschrieben hat, weiß, dass das keine Studie ist. Was würden Sie jetzt sagen, als gesunde Alternative, wie könnte man das ganze Thema angehen? Danke für die Frage. Ich schließe da gleich an, diese Studie, die Stadt Wien jetzt offenbar macht. Endlich. Ist das in Ihrem Sinne? Die Studie der Stadt Wien bezieht sich ja jetzt eigentlich nur auf Kindergärten, die muslimischen Vereine in Hand muslimischer Vereine sind. Ja, also ich... Es verknüpft jetzt beides und würde sagen, der Ansatz wäre eigentlich, dass man das ausweitet. Also warum begrenzt man das? Warum weitet man das nicht aus und kümmert sich um die Qualität aller Kindergärten? Also eigentlich egal, in welcher Hand das ist, in welchem Trägerverein, religiöser oder nicht religiöser Herkunft. Und das wäre doch in uns aller Interesse, dass man die Qualität steigert. Und insofern gehe ich da nicht ganz d'accord. Also dass man sagt, man fokussiert sich wieder nur auf eine Gruppe, sondern aufmacht und einfach schaut, dass diese Qualität gesteigert und gehoben wird. Denn was dadurch passiert, ist wieder diese Fokussierung und eigentlich in Verdacht, einen gewissen Generalverdacht eigentlich aussprechen gegenüber Kindergärten, letzten Endes auch gegenüber Kinder.
Und vor einem Jahr, als Aslan gesagt hat, wir haben in Wien, ist die europäische Stadt mit den meisten salafistischen Kindergärten, war ein paar Tage danach, gab es eine Attacke auf den Kindergarten, eine Reizgasattacke, wo über 20 muslimische Kinder im Krankenhaus waren und versorgt werden mussten. Und das ist eine gewisse Atmosphäre, die hier aufgeladen wird, wo Islamophobie und Diskriminierung salonfähig gemacht wird und auch in die Mitte der Gesellschaft hineingetragen wird. Das kann nicht in unserem Sinne sein. Das heißt bitte nicht, dass man Probleme nicht ansprechen können darf. Deswegen bin ich ja der Meinung, den Blick weiten, auf alle ausweiten, dass man schaut, wir wollen die Qualität der Kindergärten. Wissenschaftliche Erkenntnisse. Ja, aber Ihr Minister hat klar generalisiert und gesagt, alle 150, die Mehrheit müssen... Wir nehmen eine Frage noch dran, bitte den Herrn am Tisch. Sie haben ein Mikrofon im Tisch, okay. Sie können einfach sprechen. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass natürlich in dem Moment, wo eine Kamera auf die Muslime gezeigt wird, dann ist natürlich alles Paletti und so weiter. Das kann es nicht sein. Ich bin Vertreter der Säkularen und ich finde, dass Religion überhaupt keinen Platz hat, weder in Kindergärten noch in Schulen noch in öffentlichen Einrichtungen. Ich weiß gar nicht, was die dort machen. Es ist richtig, dass natürlich eine Tradition besteht, aber es gibt viele Traditionen. Es gibt zum Beispiel auch eine sehr gute Tradition in Wien. Da gab es lange Zeit praktisch die Tradition, dass alle Kindergärten säkular geführt werden. Das war eine sehr gute Tradition und die könnte man genauso... Danke, könnte man dahin zurückkommen? Ich brauche jetzt noch zwei kurze Antworten. Herr Blümel, wäre das eine Möglichkeit? Ja, schauen Sie, im Wiener Kindergartengesetz spielt ja Religion keine Rolle. Genau. Deswegen wissen wir nicht, wie viele islamische Kindergärten es gibt. Im Gegensatz zu anderen Ländern. Und wir sehen aber, dass es in Wien im Kindergartenbereich mit Religion Probleme gibt. Also offenbar ist es nicht die Lösung, eine radikale Säkularisierung im Gesetz vorzunehmen und dann einfach nicht mehr hinzuschauen. Offenbar ist das nicht die Lösung. Herr Alm, was wäre die Lösung? Es muss auf jeden Fall geregelt werden. Also wie viel Religion ein Kindergarten verträgt, ist eine Frage, die geklärt werden muss. Und alles, was in die Richtung geht, dass Dinge, die gelehrt werden, nicht hinterfragt werden dürfen. Also dort, wo eine schleichende Enteignung des kritischen Denkens stattfindet, das ist hintanzuhalten. Und das passiert sehr wohl auch. Also das geht vom Vaterunser auswendig lernen bis zum Suren auswendig lernen. Es geht bis zu dem, was vorher Can Sanac auch gesagt hat, wenn es irgendwo dreckig ist, dann muss man Acht geben, weil der Prophet will das nicht so. Und das ist die Hälfte unseres Glaubens. Also das sind unhinterfragbare Glaubenssätze, mit denen sozusagen kritisches Denken hintangehalten wird. Und alles, was in diesem Bereich fällt, hat im Kindergarten und dann eigentlich auch in der Schule nichts verloren. Weil der Gesetzgeber auch die Religionsmündigkeit erst mit 14... Die Gefahr besteht dann eben, dass sich dann aber das Ganze verlagert und Leute die Religion in die Hand nehmen, die uns dann auch wieder gefährlich werden in unserer Gesellschaft. Deshalb wäre es meiner Ansicht nach schon vernünftiger zu gucken, dass wir es staatlich kontrolliert, mit dem Hintergrund natürlich, dass es sich um säkulare Art und Weise handeln muss, ja, auch der Lehre, dass unsere Kinder einen vernünftigen Umgang mit Religion lernen. Das nehme ich als Schlusssatz, weil wir sind nämlich schon über der Sendezeit. Herzlichen Dank für die Diskussion. Wir diskutieren das auf jeden Fall weiter. Bei uns geht es weiter nächsten Montag und jetzt sehen Sie Roland Thüringer mit gültiger Stimme. Viel Spaß damit. Danke fürs Dabeisein.